Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Die gesunde Kuh. Ich bin Johann Gabauer. Thema heute ist die Ketose und speziell die Behandlung und die Vorbeugung. Beim letzten Video ging es um die Ketose, wie entsteht sie und welche Folgen hat sie auf das Tier und welche Folgen hat sie auf den Betrieb. Nicht erwähnt habe ich beim letzten Mal, dass im deutschsprachigen Raum 30% aller Kühe nach der Geburt Ketosen aufweisen und laut einer aktuellen Untersuchung in Österreich aus 2017 ca. 50% aller Kühe Ketosen oder erhöhte BHB-Werte aufweisen. So, wie behandle ich eine Ketose? Zwei Methoden haben wir, eine bleibt dem Tier vorbehalten, das ist die Infusion mit Glukoselösung. Wieso Glukoselösung? Ganz einfach, Ketose ist quasi das Problem, dass der Blutzuckerspiegel zu stark sinkt, dementsprechend geringer Blutzuckerspiegel, viel Fettmobilisation. Wenn wir den Blutzuckerspiegel auf einfachste Art und Weise wieder erhöhen, hat sich das Problem möglicherweise relativ gut aufgelöst. Diese Methode ist aber nur in dringenden Fällen vorbehalten und nicht sehr praxistauglich, weil das Tier immer an einem Beutel hängt. Geringerer Problematik der Ketose bleibt uns die Möglichkeit von Natriumpropionat. Oder Propylenglykol. Was bewirken die beiden Substanzen? Beide Substanzen bewirken, dass der Propionatanteil im Pansen erhöht wird. Das heißt, Propionat ist quasi für den Wiederkäuer eine der wichtigsten Energiequellen. Die Leber kann aus dem Propionat Blutzucker machen. Wie wir vielleicht bereits wissen, sind im Pansen die wichtigsten Energieträger Acetat, also Essigsäure und Propionat. Die andere Wirkung von Propylenglykol ist die Absorption im Pansen, das heißt, nach einer halben Stunde ist bereits der allergrößte Teil vom Propylenglykol oder Natriumpropionat absorbiert. Das erhöht dementsprechend den Glukosespiegel und auch die Insulinausschüttung. Nachgewiesen wurde innerhalb einer halben Stunde eine Insulinausschüttung von 300-400% höher als vorher. Das heißt, relativ gute Wirkung, interessanterweise auf den Pansen behabet und auf die Pansengesundheit. Keine negativen Einfluss, da dementsprechend das Acetat etwas zurückgedrängt wird. Das heißt, Propylenglykol ist absolut pansenfreundlich und hilft relativ gut und ist durchaus auch wirtschaftlich, weil der Preis im Vergleich zu anderen Mitteln noch im Rahmen ist. Eine Möglichkeit wird von manchen Beratern auch empfohlen, das ist die Gabe von Carnitin oder Niacin. Hat in der Literatur und in der Wissenschaft, wurde manchmal eine Wirkung nachgewiesen, manchmal weniger. Dasselbe ist bei Glycerin. Gewisse Glycerin-Gaben verringern sogar vor allem nach der Geburt die Futteraufnahme. Das heißt, Glycerin ist nur im Rahmen zu empfehlen und ist teilweise etwas umstritten in der Wirkung.